Anfang an probieren. So, also das ist alles gut, Herr Pfister. Wir hören und wir sehen Sie. Okay, dann sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige, die Sie alle digital zugeschaltet sind, sehr geehrte Vertreter der Bundesregierung und liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit, die, so wie Sie das alle bereits kennen, eine Mischung aus Präsenz- und Online-Sitzung sein wird. Wir, die Abgeordneten, sind präsent hier im Ausschusssitzungssaal und die Sachverständigen sind digital zugeschaltet. Sie haben gemerkt, ich habe es eben schon kurz einmal gesagt, die Anhörung kann jetzt erst um 14.30 Uhr beginnen, weil sich das Plenum entsprechend noch im Rahmen der Regierungsbefragung verzögert hat. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie bitten, sich mit Ihrem Namen in WebEx anzumelden, sodass wir wissen, wer an der Anhörung teilnimmt. Und außerdem bitte ich Sie, das kennen ja inzwischen alle, Ihre Mikrofone stumm zu schalten. Wir beschäftigen uns in dieser Anhörung mit zwei Anträgen der Fraktion der AfD, und zwar die erste mit dem Titel Einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen Covid-19 aufheben. Die finden Sie auf der Bundestagsdrucksache 20-1507 sowie Impfnebenwirkungen aufklären, ernst nehmen auf der Bundestagsdrucksache 20-2567. Ich muss Sie darüber informieren, dass wir eine Reihe von Absagen überwiegend krankheitsbedingt bekommen haben von, das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Von 7 Verbänden haben wir eine Absage bekommen. Ich sehe den Kollegen Dr. Kippels. Bitte sehr. Ja, Frau Vorsitzende, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie haben gerade einen wesentlichen Punkt für die Durchführung der heutigen Anhörung angesprochen. Eine Reihe von geladenen Sachverständigen bzw. Experten können heute nicht befragt werden. Nun machen wir das ja nicht nur aus Eigeninteresse, sondern ja auch unter dem Gesichtspunkt, den Befragten Gelegenheit zu geben, ihre Standpunkte vorzutragen. Das wird jetzt nur in sehr eingeschränktem Umfang möglich sein. Und da zu antizipieren ist, dass wir nicht so viel Inhalt liefern können bzw. erhalten, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, sollten wir auch zeitökonomisch vorgehen und nicht aus grundsätzlichen Erwägungen hier ausharren. Deshalb beantrage ich für die CDU-CSU-Fraktion, den Zeitrahmen der Anhörung abzukürzen, nach Möglichkeit auf 60 Minuten zu begrenzen, weil das dann für die Konsultation der hier Anwesenden aus unserer Sicht ausreichend ist. Vielen Dank. Danke. Es ist beantragt worden, die Anhörung zu verkürzen, aufgrund dessen, dass an die Hälfte der Sachverständigen nicht gekommen sind. Dazu gibt es eine Wortmeldung von Herrn Siechert. Und Frau Behrens habe ich auch gesehen. Herr Siechert, bitte. Genau. Also ich finde, wir sollten diese Anhörung entsprechend durchführen, wie es beschlossen worden ist. Es steht ja jedem Verband frei, auch Vertreter entsprechend zu schicken. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass in einem Verband und bei Organisationen von der Größe, wie es beispielsweise die Bundesärztekammer ist oder die Deutsche Krankenhausgesellschaft, dass es da keinen entsprechenden Ersatz gibt, den man in den Deutschen Bundestag schicken könnte. Dementsprechend ist da fast schon von Vorsatz auszugehen, wenn die Verbände einer solchen Größe sagen, sie wollen an einer öffentlichen Anhörung im Deutschen Bundestag nicht teilnehmen und haben kein Interesse daran teilzunehmen, obwohl diese Verbände so groß sind und solche Anzahl von Ärzten beispielsweise die Bundesärztekammer in ihren Mitgliedschaften hat, dass man sicherlich da einen Arzt gefunden hätte, den man hätte heute schicken können. Dementsprechend sollten wir tatsächlich bei der Relevanz des Themas bei den 90 Minuten bleiben. So, wir haben jetzt einen Antrag gehört von der Unionsfraktion und eine Gegenrede der AfD-Fraktion. Ich sehe, dass ich noch zwei weitere Wortmeldungen vorliegen habe, einerseits von Frau Behrens, andererseits von Frau Weishaupt. Die lasse ich jetzt noch zu und dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag. Frau Behrens. Ja, ich glaube tatsächlich auch, das ist ein ungewöhnlicher Vorgang, den wir jetzt hier haben. Das haben wir noch nie erlebt, dass bei einer Anhörung eine solch große Zahl von Experten abgesagt hat. Und ich möchte auch ausdrücklich sagen, dass ich das bedauere, dass diese Verbände in dieser großen Zahl abgesagt haben. Jetzt mal unabhängig davon, über welchen Sachverhalt oder von welchem Antragsteller diese Anhörung beantragt wurde. Denn wir haben in der Obleuterunde den Beschluss gefasst, diese Anhörung zu diesem Thema durchzuführen.
Und da denke ich schon, erwarten wir dann auch von den Experten, die wir einladen, dass sie uns ihre Expertise auch mitteilen. Und von daher fände ich das schon wichtig, dass das zumindest auch protokollarisch festgehalten wird. Und im Übrigen möchte ich auch betonen, dass das gleichermaßen aus meiner Sicht für Anhörungen zu Vorlagen der Opposition wie für Anhörungen zu Gesetzentwürfen der Koalition gilt. Alle Parlamentarier sind für ihre Meinungsfindung hier drauf angewiesen. Aber ich möchte trotzdem auch dafür werben, dass wir so vorgehen, wie es Dr. Kippels mit seinem Antrag vorgeschlagen hat, weil wir ja einfach wesentlich weniger Experten jetzt zur Verfügung haben. Und deshalb sollten wir die Anhörung auf eine Stunde begrenzen. Insofern schließe ich mich dem Geschäftsordnungsantrag der CDU-CSU an. Vielen Dank, Frau Behrens. Frau Weishaupt. Wir hatten in der Obleiterrunde richtig, Herr Sichert, die 90 Minuten beschlossen. Jetzt sind es ja heute Vormittag oder heute Mittag zu diesen kurzfristigen Absagen gekommen, was Frau Behrens ja schon skizziert hat, sehr schade ist und bedauerlich. Aber ich würde auch Herrn Kippels in dem Grunde zustimmen, dass wir aufgrund dieser Absagen und der Umfassung dieser Anhörung dann das Ganze auf 60 Minuten dann runter reduzieren, auch wenn es an dem Punkt, wie Frau Behrens schon gesagt hat, natürlich zu bedauern ist. Und wir aber dann den Herrn Kippels Antrag dann zustimmen würden. Okay, dann haben wir jetzt Positionierung gehört. Ich frage also, es gibt einen Geschäftsordnungsantrag des Abgeordneten Dr. Kippels für die Unionsfraktionen und der heißt, die Anhörung statt 90 Minuten auf 60 Minuten zu begrenzen. Ich bitte die um das Wortzeichen, die diesem Antrag zustimmen möchten. Danke sehr. Gegenstimmen? Enthaltung? Bei Zustimmung aller Fraktionen und mit Ausnahme der AfD und Gegenstimmen der AfD ist dieser Geschäftsordnungsantrag also angenommen. Wir werden also die Anhörung, die Befragung der Sachverständigen für 60 Minuten durchführen. Die Zeit beginnt mit der ersten Frage. Ich darf Ihnen jetzt erst einmal sehr kurz erläutern, was Gegenstand der heutigen Anhörung ist. Es sind zwei Anträge der AfD-Fraktion, die hatte ich bereits genannt, den Titel und die Drucksachen. Und die Fraktion der AfD fordert zum einen in einem Antrag die seit dem 15. März 2022 geltende einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen Covid-19 aufzuheben. Und die AfD-Fraktion begründet damit, dass sie, also sie sagt, dass gegenüber dem Zeitpunkt des Beschlusses zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht erstens die Wirkung der Impfung geringer und zweitens die Krankheit weniger gefährlich sei. Die Verhältnismäßigkeit der Regelung sei damit grundsätzlich neu abzuwägen. Im Ergebnis dieser Abwägung wäre aus Sicht der AfD-Fraktion die Anordnung eines Betretungsverbots für Ungeimpfte von gesundheitsbezogenen Einrichtungen schon aus Verhältnismäßigkeitsgründen obsolet. Das ist im Wesentlichen Inhalt des ersten Antrags. Und im zweiten Antrag fordert die AfD eine umfassende Datenlage zu den gesundheitlichen Folgen und Nebenwirkungen der Corona-Impfung. Und außerdem solle die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, aufgefordert werden, schnellstmöglich ihre Impfempfehlung insbesondere für Kinder ab 5 Jahren und Minderjährige anhand aktueller Daten zur Wirksamkeit und zur Häufigkeit und Schwere von Nebenwirkungen der Covid-19-Impfstoffe zu überprüfen und zu aktualisieren. Dies wird damit begründet, dass im vertragsärztlichen Bereich circa 8-mal mehr Impfnebenwirkungen behandelt werden müssten, als dies bei anderen Impfstoffen der Fall sei. Soweit zum Inhalt der Anträge seitens der AfD-Fraktion. Und bevor wir beginnen, noch ein paar Anmerkungen zum Ablauf. Wir haben jetzt uns darauf geeinigt, dass 60 Minuten für diese Anhörung zur Verfügung stehen. Und in dieser Zeit werden die Fraktionen ihre Fragen abwechselnd in einer festen, vorher definierten Reihenfolge an die Sachverständigen stellen. Und es beginnt die antragstellende Fraktion. Und die weitere Reihenfolge orientiert sich dann an der Stärke der Fraktionen und beruht eben auf einer ausschlussinternen Vereinbarung. Es wird immer eine Frage an eine Sachverständige oder einen Sachverständigen gestellt.
gestellt. Dann kommt direkt die Antwort, und Frage- und Antwortzeit sind auf insgesamt 3 Minuten beschränkt. So unsere Vereinbarung. Wenn diese 3 Minuten überschritten werden, werde ich Sie darauf hinweisen. Dann haben Sie Gelegenheit, noch Ihren Satz zu Ende zu bringen. Und dann geht es weiter mit der nächsten Frage. Und nach 60 Minuten werde ich die Anhörung dann schließen. Wenn Sie als Sachverständige aufgerufen werden, nennen Sie bitte einmal Ihren Namen und Ihren Verband, und dann beantworten Sie die Frage. Und das tun Sie bitte bei jedem Mal, wenn Sie gefragt werden. Selbst wenn Sie zweimal direkt hintereinander gefragt werden, immer bitte dasselbe Prozedere. Das hat was mit der Protokollierung zu tun und andererseits, dass die Zuschauenden immer genau wissen, wer spricht. Den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben, danke ich im Namen des gesamten Ausschusses sehr herzlich auch dafür. Des Weiteren wissen Sie ja, Mobiltelefone ausstellen, wenn es klingelt, kostet das 5 € für einen guten Zweck. Diese Anhörung wird digital aufgezeichnet und live im Parlamentsfernsehen übertragen und außerdem später in der Mediathek des Deutschen Bundestags abgerufen werden können. Außerdem wird es ein Wortprotokoll der Anhörung auf der Internetseite des Ausschusses in einer Veröffentlichung geben. Soweit die Vorbemerkungen. Jetzt beginnen wir mit der Zeitmessung, und das Wort hat die antragstellende Fraktion, die AfD. Herr Sichert, bitte. Ja, meine erste Frage geht an die Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Seit April liegt die Inzidenz bei der Bundeswehr, wo es eine Impfpflicht gibt, konstant bei weit über der Inzidenz in der vergleichbaren Altersgruppe der 15- bis 59-Jährigen in Deutschland. Im Uniklinikum Eppendorf in Hamburg sieht es ganz ähnlich aus. Da liegt die Inzidenz bei den Beschäftigten seit März weit über dem Durchschnitt in Hamburg, teilweise doppelt bis dreifach so hoch. Dass es einen fehlenden Eigenschutz der Impfung gibt, zeigen auch in Bezug auf schwere Verläufe die Zahlen der Corona-Intensivpatienten laut RKI. Nur 12% waren ungeimpft von den Corona-Intensivpatienten. 74% der Corona-Intensivpatienten waren geboostert, also dreimal oder noch öfter geimpft. Auch fehlenden Fremdschutz zeigen die Zahlen aus Eppendorf deutlich. 2020 steckten sich in der Klinik nur 8 Patienten und 2021 nur 26 Patienten mit Corona an. Alleine 2022 jetzt bisher immerhin 175 Patienten, die sich in Eppendorf mit Corona angesteckt haben. Die Uniklinik selbst sagt dazu auf eine Anfrage der Welt, ich zitiere, inzwischen ist bekannt, dass die Corona-Schutzimpfung nicht vor Ansteckung schützt. Meine Frage an Sie wäre, können Sie aus Ihren Beobachtungen bestätigen, dass der Fremdschutz und Eigenschutz nicht in ausreichendem Maß vorhanden ist? Herr Dr. Konietzki, Sie haben jetzt knapp 2 Minuten. Bitte sehr. Alexander Konietzki, ich antworte als Sprecher des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Dieser Verein ist überparteilich und unabhängig. Ich danke Ihnen für diese Frage. Ihren Ausführungen möchte ich hinzufügen, dass diese Tendenz sich bereits zu Delta-Zeiten angedeutet hat. Für den Fremdschutz zeigte sich in den viel aussagekräftigeren Haushaltskontaktstudien bereits Ende 2021 ein deutlich nachlassender Transmissionsschutz. Hier sind die beiden Impfregisterstudien aus Dänemark einmal unter Delta 2021 veröffentlicht und unter Omikron-Einfluss 2022 herauszuheben, die schlussendlich aufzeigen, dass es bei gleicher Secondary Contact oder Attack Rate, also der Transmissionsrate, keinen Unterschied mehr gab zwischen den geimpften und ungeimpften Indexfällen. Frau Rochelle Walensky hat in einer Stellungnahme in einem abschließenden Satz bereits im August 2021 zur Kenntnis gegeben, das ist die CDC-Vorsitzende. Aber das, was im Allgemeinen die Corona-Impfung nicht mehr können, ist die Übertragung zu verhindern. Und laut einer jüngst getätigten Aussage einer Pfizer-Führungskraft vor dem EU-Covid-Ausschuss ist dieser Umstand der Transmissionsreduktion nie Ziel der Einführungsstudien gewesen. Jetzt die von Ihnen vorgetragenen bundesdeutschen Daten aus klinischen Instituten und aber auch der Bundeswehr bestätigen dies aufs Neue. Ich möchte abschließend aber noch darauf hinweisen, dass auch die Impfstoffe gegen neue Varianten, die angepassten Impfstoffe gegen BA1 und BA4.5, hier keinen Unterschied machen werden. Dies deuten einmal die Einführungsstudien für BA1 schon an, und für BA4, BA5 liegen gar keine Daten am Menschen vor. Soweit Ihre Zeit Weitere. Ist jetzt abgelaufen. Vielleicht gibt es ja eine nächste Frage noch an Sie.
Frau Behrens, Sie sagten, bitte, dass ich den Satz noch zu Ende bringen darf? Ja, der war ja zu Ende, der Satz. Okay. So, Frau Behrens, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Sander. Herr Professor Sander, Sie können gerne auch anknüpfen an die Ausführungen, die wir gerade gehört haben. Die Vorteile einer Impfung gegen Covid-19 liegen ja allgemein auf der Hand. Weniger Infektionen unter den Geimpften als unter Nicht-Geimpften, weniger schwere Verläufe, ein niedrigeres Long-Covid-Risiko. Herr Professor Sander, Sie sind Klinikarzt. Welche Bedeutung hat daher die Impfung für den Klinikalltag? Herr Professor Sander, bitte. Live-Jährig Sander, Charité Berlin. Herzlichen Dank für die Frage. Es ist in der Fachwelt und auch unter praktisch klinisch tätigen Kollegen vollkommen unbestritten, dass die Einführung der Schutzimpfung gegen Covid-19 zu einer massiven Reduktion der Krankheitslast, der Fallsterblichkeit geführt hat und dass wir nur in Einzelfällen tatsächlich bei vollständig geimpften, immungesunden Personen trotzdem schwere Krankheitsverläufe beobachten können. Das ist natürlich so, dass keine Maßnahme in der Medizin bekannt ist, die eine 100-prozentige Wirksamkeit hat. Insofern gibt es Impfdurchbrüche. Wir können aber, der Kollege hatte die Zahlen zitiert, natürlich, wenn ein überwiegender Teil in Deutschland geimpft ist und ein kleiner Teil, Teilmenge dieser Personen dennoch sich eine Infektion zuzieht, dann kann es auch zu schweren Fällen kommen. Allerdings ist seit der breiten Einführung der Impfstoffe tatsächlich zu beobachten, dass die Häufigkeit von schweren Lungenversagen deutlich zurückgegangen ist. Und wenn sie auftritt, tritt sie in der Regel bei Personen entweder mit einem unzureichenden Impfschutz oder mit einem geschwächten Immunsystem. Vielen Dank. Und Herr Sorge, gerne mit Ihrer Frage. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den Deutschen Hausärzteverband. Und zwar haben wir als Unionsfraktion ja bereits im Juli gefordert, dass Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten auch bei Impfnebenwirkungen geschaffen werden. Hausärztinnen und Hausärzte sind die zentrale Anlaufstelle für Impfungen. Deshalb würde mich interessieren, wie beurteilen Sie mögliche Impfnebenwirkungen im Hinblick auf die Häufigkeit und die Art der Nebenwirkungen aus dem Blickwinkel einer Hausarztpraxis und inwieweit kann dabei zwischen Impfreaktionen und Impfkomplikationen unterschieden werden? Danke sehr. Frau Professor Bulinger-Göpfert, bitte. Ja, mein Name ist Nicola Bulinger-Göpfert. Ich antworte für den Hausärzteverband. Vielen Dank für die Frage. Ich denke, das müssen wir erstmal von den Begrifflichkeiten tatsächlich näher einordnen. Wir müssen zum einen unterscheiden, was sind Impfreaktionen und Impfnebenwirkungen. Da sehen wir immer schon bei allen Impfungen, die wir durchgeführt haben, immer leichte Impfreaktionen, leichte Impfnebenwirkungen bis hin zu schweren Reaktionen und Nebenwirkungen. Und das ist bei der Impfung gegen Covid hier auch nicht anders. Impfreaktionen im Allgemeinen gibt ja auch der Hersteller in den Fachinformationen detailliert an. Und nach jeder Impfung kann es auch bei der Corona-Schutzimpfung natürlich zu Beschwerden kommen. Impfreaktionen sind im Übrigen üblicherweise der Ausdruck einer erwünschten Auseinandersetzung des Immunsystems mit dem Impfstoff und klingen in der Regel nach wenigen Tagen ab, dass Sie das so ein bisschen einordnen können, was da klinisch gemeint ist. Impfreaktionen können zum Beispiel Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Schwellungen, Gliederschmerzen oder Schwellungen an der Einstichstelle sein, ein roter Arm. Viele klagen auch über Müdigkeit, grippeähnliche Symptome. Das haben wir auch gesehen bei den Impfungen nach Covid. Das wären ganz normale Impfreaktionen. Es finden sich außerdem zur Art und Häufigkeit von unerwünschten Arzneimittelwirkungen in den Fachinformationen des jeweiligen Impfstoffs Angaben. Und da hatten wir ja schon öfter auch mal Nebenwirkungen gesehen, die aber sich deckungsgleich mit den in den Fachinformationen angegebenen Zahlen. Zum Beispiel kam es doch zu Facialisparesen, die auch der Hersteller aber mit detaillierten Zahlen angibt. Impfkomplikationen hingegen, das sind dann schwerwiegende, unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Die sind nach Impfungen und so auch nach der Covid-Impfung meiner klinischen Erfahrung nach sehr selten aufgetreten. Das deckt sich auch
mit Zahlen, die wir haben. Die sind meldepflichtig nach § 6 Infektionsschutzgesetz. Wenn uns davon Kenntnis... Frau Professor, kommen Sie zum Schluss. Melden wir diese. Ja, gerne. Also insgesamt aus meiner klinischen Erfahrung kann ich sagen, dass wir Impfreaktionen im üblichen Maß sehen und Impfkomplikationen eher selten aufgetreten sind. Danke sehr. Herr Dr. Dahmen, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne eine Frage an den Einzelsachverständigen Professor Sander stellen. Professor Sander, wir haben in der Eingangsfrage suggeriert bekommen, dass die Risiken einer Impfung den Nutzen überwiegen würden und offensichtlich die Risiken nach Einschätzung des Fragestellers stark überwiegen. Jetzt haben Sie gerade eben schon in Ihrer ersten Antwort ausgeführt, dass gerade im Schutz vor schwerer Krankheit und Tod die Impfstoffe sich in der Praxis sehr bewiesen haben. Wie steht es um den Transmissionsschutz durch die Impfung, durch die zugelassenen Impfstoffe? Wie entwickelt der sich im Zeitverlauf und wie verändert sich der Transmissionsschutz auch nach Auffrischimpfung? Danke schön. Herr Professor Sander, gern. Herzlichen Dank, Alf-Erik Sander, Charité Berlin. Es ist suggeriert worden in der ersten Fragerunde, dass Impfstoffe keinen Infektionsschutz und auch keinen Transmissionsschutz bieten, also weder Selbst- noch Fremdschutz bieten. Diese Aussage ist so, zumindest nach meiner Kenntnis der Studienlage, nicht korrekt. Gerade die angesprochenen dänischen Haushaltsstudien zeigten zuletzt eine Reduktion der Transmission und auch, das zeigen diverse Studien, sowohl nach Booster als auch nach Grundimmunisierung, einen Schutz vor Infektion. Jetzt ist dazu einschränkend zu sagen, beide diese Phänomene sind nicht 100%, also beide diese Effekte sind nicht 100%. Deswegen kann man natürlich sagen, es gibt keinen 100%igen Schutz. Diese Aussage ist korrekt. Es gibt aber eine signifikante, statistisch signifikante Reduktion in verschiedenen großen Studien. Was hinzukommt, ist, dass diese Schutzwirkung unmittelbar nach der Impfung relativ hoch und robust messbar ist und dass diese mit der Zeit nachlässt. Das liegt an der Art und Weise, wie diese Impfstoffe konzipiert sind und wie auch das Immunsystem darauf reagiert. Antikörper an den Stellen, an denen das Virus uns infiziert, bleiben nicht so lange auf den Schleimhäuten. Deswegen lässt dieser Schutz im Verlauf von 3 bis 6 Monaten wieder deutlich nach, sodass sich dann tatsächlich am Ende eines solchen Beobachtungszeitraumes der Schutz vor Infektionen, auch vor Transmissionen im Bereich der statistischen Ungenauigkeit bewegt, sodass man hier nicht mehr von einem sehr stark gegebenen Infektions- oder Transmissionsschutz sprechen kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und als nächstes fragt Frau Aschenberg-Dugnus. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht ebenfalls an den Deutschen Hausärzteverband, also an Frau Professor Buhlinger-Göpfert. Und zwar, inwieweit ist es Ihnen bei der Aufklärung von Patientinnen und Patienten vor einer Corona-Impfung eine Hilfe, dass zahlreiche internationale Studien zu Nebenwirkungen zur Verfügung stehen? Können Sie uns vielleicht einfach mal kurz erläutern, wie eine Aufklärung, also auch über Nebenwirkungen in der Praxis aussieht? Vielen Dank. Danke sehr. Frau Professor Buhlinger-Göpfert, gern, Sie haben wieder das Wort. Ja, ich antworte für den Deutschen Hausärzteverband. Ja, wir versuchen, oder was wir Hausärztinnen und Hausärzte natürlich immer machen in unseren Praxen, ist, die Sorgen und Ängste unserer Patientinnen und Patienten zu hören und einzuordnen, auch natürlich gewissenhaft aufzuklären, was bei einer Impfung gegen Covid-19 zu erwarten ist. Mittlerweile haben wir ja doch breites Zahlenmaterial, Sie haben es erwähnt, was man auch jetzt auch mal bildlich darstellen kann. Wir haben da auch die Möglichkeit, den Patienten das ganz praktisch mal zu schildern, wie häufig ist eine bestimmte Nebenwirkung in Bezug auf die Anzahl der Impfungen, die durchgeführt worden ist. Und da ist mittlerweile natürlich gut, dass wir viele Zahlen haben jetzt aus der Versorgungsforschung, wenn auch, und das ist ein bisschen ein Problem in Deutschland, wir auch vielfach noch aus Zahlen aus dem Ausland, aus Großbritannien und vor allem aus Israel dann zurückgreifen. Und
Auf jeden Fall ist es eine inzwischen zum Ausgangspunkt doch veränderte Situation. Die Patienten und Patientinnen haben große Sorgen gehabt vor Herzmuskelentzündungen. Da gingen ja auch Schlagzeilen durch gewisse Zeitungen, die zur Verunsicherung vieler beigeführt haben. Und da wissen wir ja mittlerweile aus zum Beispiel israelischen Studien, dass über alle Altersklassen auf 100.000 Impfungen nur 2,7% von Myokarditis-Fällen zu beobachten sind. Damit kann man die Patienten dann in den meisten Fällen beruhigen, Sorgen auch einordnen. Ja, das gibt es, aber das ist insgesamt doch sehr selten. Und da helfen uns Zahlen aus der Forschung und aus Studien natürlich ungemein weiter. Vielen Dank, Frau Professor Bullinger-Göpfert. Herr Sichert, bitte. Ja, meine nächste Frage geht auch wieder an die Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Sie haben gerade vorhin gesagt, dass es ja bei den aktuellen zugelassenen Impfstoffen für BA5 gar keine Studien an Menschen gegeben hat im Vorfeld der Zulassung über Wirkungen, Nebenwirkungen und so weiter. Nebenwirkungen ist ja tatsächlich ein relevanter Aspekt. Jetzt hat leider die Kassenärztliche Bundesvereinigung die Teilnahme an der heutigen Anhörung abgesagt, deren Daten zu den Impfnebenwirkungen ja trotz Zusage von vor 6 Wochen immer noch nicht vorliegen. Dafür gibt es aber inzwischen ein Urteil von einem Truppengericht von gestern oder vorgestern zur Impfpflicht in der Bundeswehr. Und das hat als Gericht geurteilt, dass deren, also ich zitiere, dass die Befolgung der Impfpflicht wegen möglicher erheblicher Gesundheitsgefahren für den zu impfenden Soldaten aufgrund von Impfnebenwirkungen unzumutbar sein könnte. Und auch Sie schreiben ja in Ihrer Stellungnahme, dass es relevante Nebenwirkungen gibt und dazu dringend eine bessere Datenerhebung und Infrastruktur geschaffen werden müsste. Können Sie das näher ausführen, was Sie damit meinen? Danke, Herr Dr. Konietzki, bitte. Herr Dr. Konietzki, sind Sie da? Verzeihen Sie, Mikro aus. Ja, mein jetzt gerne. Mein Name ist Dr. Alexander Konietzki. Ich antworte als Sprecher des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidungen. Dieser Verein ist überparteilich und unabhängig. Zwei Teilaspekte müssen bei den Nebenwirkungen, wenn wir sie diskutieren wollen, berücksichtigt werden. Das eine ist, wie wird es überhaupt erfasst und ergibt sich dann eventuell bei der Institution, die in Deutschland dafür zuständig ist, im Paul-Ehrlich-Institut, daraus ein Risikosignal. In Deutschland wird das Erfassungssystem passiv geführt, das heißt, die Surveillance ist durch eine passive Erhebung. Ärzte und Patienten können sich selbst beim Paul-Ehrlich-Institut mit einer Nebenwirkung melden. Dass das System an sich nicht ganz unaufwendig ist, sei hier erstmal nicht so erwähnt. Wir wissen aber, dass im Allgemeinen Nebenwirkungen nur zu 6% angegeben sind und schwerwiegende Nebenwirkungen immerhin zu 10-15% gemeldet werden. Die SafeVac 2.0-App des Paul-Ehrlich-Instituts hat die Nebenwirkungen beim Impfling direkt versucht zu erfragen, gibt aber eine Liste von vorgegebenen Nebenwirkungen an, die, wie vorhin schon von der niedergelassenen Kollegin festgestellt worden sind, tatsächlich den allgemeinen Impfnebenwirkungen entsprechen. Im Abschluss kann auch eine eigene Stellungnahme stattfinden. Diese Risikobewertung des Paul-Ehrlich-Instituts, die über eine Formel des erwartbaren und des gemessenen unerwünschten Wirkungsspektrums geht, zeigt aber das Signal erst sehr viel später auf. Das bedeutet also, die Bemessung, jetzt nehmen wir mal die Sterbefälle von der allgemeinen Bevölkerung, 138.000, und es geben dazu die Verdachtsfälle der Sterbenden mit 1.500, so ergibt sich daraus natürlich kein Risikosignal. Ja. Kommen wenn man Sie zum Ende? Zahl gegen die hohen Patientenzahlen anlaufen lässt. Daraus ergibt sich für mich, dass wir kein sicherheitsgeführtes Meldesystem in Deutschland haben im Moment. Danke sehr. Und das Fragerecht geht an die Linken, Atish Gürpina. Ja, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich stelle sie an Frau Dr. Katharina Kießlich von der Universität Wien. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht läuft ja de facto zum Ende des Jahres aus und wird jetzt schon so gut wie nicht umgesetzt. Wenn es also ums Eigentliche gar nicht geht, was will die AfD mit solchen Anträgen denn eigentlich bezwecken? Frau Dr. Kießlich, bitte. Ja, guten Tag. Ich hoffe, Sie können mich hören. Mein Name ist Katharina Kießlich. Ich bin Politikwissenschaftlerin an der Universität in Wien. Danke für die Einladung.
Ja, der Sinn und Zweck eines solchen Antrags sind tatsächlich vor dem Hintergrund des Auslaufs der Regelung zum Jahresende in Frage zu stellen. Ich kann natürlich nicht für die Motivation einzelner Abgeordneter sprechen, aber allgemein gesprochen zeigt die Forschung zu den Motivationen der AfD und anderer Parteien am rechten Rand in Europa, dass sich diese insbesondere im Gesundheitsbereich nur Themen annehmen, wenn es in ihr politisches und gesamtgesellschaftliches Weltbild passt. Also vor der Corona-Pandemie haben wir gesehen, dass sich Parteien wie die AfD kaum mit gesundheitspolitischen Fragen auseinandergesetzt haben. Sie haben das Thema einfach als nicht wichtig oder nicht interessant genug angesehen und vor allen Dingen nicht als ein Thema, bei dem man politisch gewinnen vielleicht sogar polarisieren kann. Eine Ausnahme hier war vielleicht die Flüchtlingskrise 2015. Seit Pandemiebeginn haben diese Parteien nur das Thema für sich entdeckt, kann man sagen, weil man damit polarisieren kann. Meist geht es hierbei wenig um die Sache, sondern um das Ziel, Misstrauen und Unsicherheit in der Bevölkerung zu schüren. Der Antrag zur Abschaffung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist in dem Fall überholt, aber er gibt eine Plattform für das Schüren von Misstrauen und er bindet vor allen Dingen Ressourcen anderer Parteien, anderer Fraktionen im Bundestag. Beides, muss man sagen, gehört zum politischen Werkzeugkasten von Parteien wie der AfD, wie Forschungsstudien dazu gezeigt haben. Aber das ist nicht Gegenstand der Anhörung. Ne? Fahren Sie fort, Sie haben noch eine Minute. Ach, Sie waren fertig. Das ist nett, gut. Dankeschön, aber ich war fertig. Dankeschön. Okay, ja, vielen Dank. Dann geht das Fragerecht wieder an die SPD, Frau Dr. Baradari, bitte. So, ich darf mal. Ja, danke schön. Meine Frage geht an Frau Richter-Scheer, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe. Frau Richter-Scheer, sind nach Ihrer Auffassung ICD-Codes geeignet, verlässliche Aussagen über die Häufigkeit und Schwere etwaiger Nebenwirkungen machen zu können? Und was entgegnen Sie persönlich dem Vorwurf, dass viele Ärztinnen und Ärzte oder auch Krankenhäuser Nebenwirkungen nicht melden würden? Vielen Dank. Danke. Frau Richter-Scheer, gerne. Wir hören Sie noch nicht. Frau Richter-Scheer, da, Herr Tober, schauen Sie mal bitte. Stopp mal eben, ja. Mikro ist an. Wir hören Sie im Moment nicht. Wir sehen Sie auch nicht. Wir stellen diese Frage mal zurück, gucken, wie das da weitergeht. Und ich frage, das Fragerecht dann, nehmen wir jetzt erstmal Herrn Pilsinger von der Union. Bitte, Moment, ich muss mal hier anders stoppen. So, bitte. Also vielen Dank für die Frage. Ich habe eine Frage an den Deutschen Hausärzteverband. Wie beurteilen Sie das derzeitige Meldeverfahren für Impfnebenwirkungen? Sehen Sie einen möglichen Verbesserungsbedarf? Angesprochen ist Frau Professor Bulinger-Göpfert. Sie haben das Wort. Ja, ich antworte für den Deutschen Hausärzteverband. Der Kollege hat es eben schon erwähnt. Wir haben im Moment ein passives System. Wir hatten auch den Versuch mit SafeVac, mit der App, eben eine listengeführte Erfassung von Impfkomplikationen, Impfnebenwirkungen zu monitoren. Es ist so, dass es bei schwerwiegenden Arzneimittelwirkungen nach Impfungen, die wie gesagt auch selten sind, ein klar geregeltes Prozedere im Gesetz gibt. Nach § 6 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz ist der Verdacht einer über das übliche Maß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung namentlich meldepflichtig. Die Meldung, wenn wir davon Kenntnis bekommen, erfolgt von uns an das Gesundheitsamt. Und die Gesundheitsämter sind verpflichtet, die gemeldeten Verdachtsfälle den zuständigen Landesbehörden oder der zuständigen Bundesbehörde, das ist in diesem Falle das Paul-Ehrlich-Institut, natürlich im Einklang mit den Bestimmungen des Datenschutzes pseudonymisiert zu melden. Und die Meldepflicht gilt in jedem Fall. Unabhängig davon besteht natürlich die Möglichkeit, dass man direkt an den Hersteller meldet oder auch an das PAI. Da muss ich schon sagen, das ist so ein bisschen ein aufwendiges Prozedere
Und da hatte ich das tatsächlich auch mehrmals, dass Patienten damit nicht zurechtkommen und mich dann eben bitten, die Meldung, sagen Sie, wollte ich eigentlich selber melden, aber ich komme mit diesem Fragebogen, den kann man im Internet aufrufen beim Paul-Ehrlich-Institut, komme damit nicht zurecht. Und tatsächlich würde ich das so einschätzen, dass ich mir wünschen würde, dass wir hier ein etwas schlankeres Verfahren für die Patienten und Patientinnen selber finden würden. Aber in jedem Falle ist eine Meldung möglich und auch verpflichtend, sobald eine Ärztin oder ein Arzt Kenntnis von einer schweren Impfreaktion hat. Vielen Dank. Ich muss mal fragen, was ist mit Frau Richter-Scheer? Ist die jetzt... Okay, Frau Richter-Scheer, wir sehen im Laptop, dass Sie reden, aber Sie werden nicht übertragen. Das ist nach wie vor das Problem. Frau Baradari, wollen Sie? Genau. Frau Richter-Scheer, melden Sie sich bitte noch mal einmal ab und kommen wieder rein. Wir vergessen die Frage nicht. Die kommen dann in dieser Runde noch mal dran. Es sei denn, Frau Baradari möchte eine andere Frage stellen. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Teile meiner Frage sind ja schon eben gerade beantwortet worden. Deswegen, wenn es in Ordnung ist, würde ich eine andere Frage stellen. Ja, das dürfen Sie gerne. Gut, vielen herzlichen Dank. Aber eben erst, wenn die Frau Richter-Scheer wieder drin ist. Aha, also an Frau Richter-Scheer möchten Sie fragen. Gut, dann stellen wir Sie einfach zurück, wissen das aber, dass Sie gleich noch drankommen. Dann als nächstes Dr. Dahmen, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte meine nächste Frage auch an den Einzelsachverständigen Professor Sander richten. Herr Professor Sander, wir haben eben in einer Ausführung des Verbandes der Ärztinnen und Ärzte für die individuelle Impfentscheidung gehört, dass die Erkenntnisse zu Nebenwirkungen sich ausschließlich auf aktives Meldeverhalten von entweder Patientinnen oder Ärzten beziehen. Ist es so, dass bei den zugelassenen Covid-19-Impfstoffen die Erkenntnisgrundlage, die aus der Wissenschaft und Praxis zur Verfügung steht, sich tatsächlich ausschließlich auf aktives Meldeverhalten bezieht? Oder gibt es dazu weitergehende Erkenntnisse? Beziehungsweise sind diese Impfstoffe im Vergleich auch zu anderen Impfstoffen wenig erforscht oder viel erforscht? Danke. Professor Sander, gern. Leif-Erik Sander, Charité Berlin. Herzlichen Dank für die Frage. Es ist in der Tat so, dass wir uns in Deutschland beim Paul-Ehrlich-Institut auf dieses eben geschilderte Meldesystem stützen. Es ist aber gerade bei diesen Impfstoffen, die ja Ende 2020, Anfang 2021 in sehr, sehr vielen Ländern, westlichen Industrienationen sehr breit zum Einsatz gekommen sind, unterschiedliche Systeme gibt, sowohl aktive als auch passive Systeme und zudem auch sehr, sehr gute und robuste Daten, zum Beispiel aus Systemen wie in Israel, wo sogenannte Real World Evidence, also Daten aus dem, wenn Sie so wollen, echten Leben erfasst worden sind, unter anderem von Krankenkassen, die zum Beispiel Komplikationsraten nach einer Impfung verglichen hat mit Komplikationsraten nach einer Covid-19-Infektion bei ungeimpften Menschen. Also wir haben unterschiedliche Studien, wir haben unterschiedliche Erfassungssysteme. Jedes dieser Erfassungssysteme hat unterschiedliche Vor- und Nachteile. Insgesamt kann man aber, und da sind sich eigentlich auch die, nicht nur die wissenschaftliche Expertenwelt, sondern auch die Behörden in vielen Ländern, auch die WHO, einig, dass die zugelassenen Impfstoffe eben ein sehr gutes Sicherheitsprofil mit bekannten Risiken für seltene Impfkomplikationen wie zum Beispiel der Myokarditis aufweisen und dass der Nutzen dieser Impfstoffe das Risiko deutlich übersteigt, was ja auch sozusagen die Grundlage ist für die Zulassung dieser Impfstoffe und auch Grundlage ist für die STIKO und andere nationale Impfkomitees, diese Impfstoffe entsprechend auch zu empfehlen und sie anzuwenden. Und ich hatte in der ersten Beantwortung der ersten Frage auch schon geschildert, in welchem Maße die Verbreitung der Impfstoffe dazu beigetragen hat, dass eben auch die Fallsterblichkeit und die Fallhospitalisierungsraten deutlich gesunken sind, sodass man in der Gesamtschau aller dieser Evidenz sagen muss, dass diese Impfstoffe sicher und hochwirksam sind. Vielen Dank. Danke sehr. Jetzt noch mal gefragt, was ist mit Frau Richter-Scheer?
Sie ist drin. Okay, Frau Richter-Scherm, können wir mal eine Soundprobe machen? Sagen Sie mal bitte was. Genau, Soundcheck heißt sowas in echt. Nee. Sie, dass sie redet, dass ja. Sie das Mikrofon aufmacht, sie wird doch nicht als Sprecher angezeigt. Also das ist aha. Problem. Wir haben irgendwie ein technisches Problem, entweder bei Ihnen oder ja. Bei uns. Ja. Bei Ihnen möglicherweise. Frau Baradari, möchten Sie an eine andere Person die Frage stellen? Ja, gerne. Dann. Wir können auch im Nachgang noch mal bitten, Ihre Frage schriftlich beantworten zu lassen. Aber jetzt fragen Sie gern. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Dann richte ich meine Frage an Herrn Pfister. Sehr geehrter Herr Pfister, können Sie uns bitte erneut über die Erfahrungen in Ihren Einrichtungen berichten bezüglich Covid-Impfung des Personals, inwiefern die wesentlich zur Eindämmung von Infektionen und Ausbrüchen beigetragen haben? Kurz gesagt, macht aus Ihrer Sicht die Impfung nach wie vor einen Unterschied? Vielen Dank. Angesprochen ist Herr Pfister, bitte. Sie haben das Wort. Mein Name ist Kaspar Pfister, Eigentümer und Geschäftsführer der Benefit-Gruppe. Also wir hatten im Herbst letzten Jahres eine Impfquote bei den Mitarbeitern von rund 80% und unsere Analysen aus der täglichen Praxis ergaben, dass die nicht geimpften Mitarbeiter ein hohes Risiko hatten, sich im Privatbereich zu infizieren und Corona an pflegebedürftige Menschen, an unsere Kunden unbewusst aus aller Schutzmaßnahmen zu übertragen. Insofern habe ich im Dezember dann entschieden, nur noch Mitarbeiter einzusetzen, die eine Immunität haben. Die Sorge, dass dadurch viele Mitarbeiter ausfallen, hat sich nicht bestätigt. Von 2000 Mitarbeitern hatte ich damals rund 60 Freistellungen bei Fortbezahlung der Bezüge. Wir wissen heute aus der Praxis, dass durch die Immunität, durch Impfung einerseits das Infektionsrisiko deutlich geringer ist und wenn erkrankt, dann mit deutlich geringeren Symptomen und wesentlich geringeren Ausfallzeiten. Ich hatte in 37 Standorten bisher insgesamt 51 Corona-indizierte Sterbefälle. Davon waren 80% ohne Impfschutz. Ja, die Impfung macht Sinn, machte Sinn und macht Sinn, reduziert das Risiko einer Infektion und bedeutet, dass in vielen Fällen der Krankheitsverlauf nahezu symptomfrei erfolgt. Die hohe Impfquote bei Bewohnern und Mitarbeitern hat aber auch bewirkt, dass die Angst der Bewohner, der Mitarbeiter, sich durch ungeimpfte Mitarbeiter doch anstecken zu können, deutlich gewichen ist. Ein Faktor, der in dieser spannungsgeladenen Situation sehr hilfreich war und ist. Und ich bin nach wie vor von der Impfung überzeugt und die tägliche Praxis bestätigt dies. Ich schreibe einen hohen Stellenwert bei der Bekämpfung der Pandemie zu und meine Kunden, meine Mitarbeiter, unsere Bewohner, deren Angehörige sind nach wie vor von unserer Impfstrategie überzeugt. Vielen Dank. Das Fragerecht geht an die FDP. Frau Westig gern. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den BIFA Pflegeschutzbund, Herrn Dr. Stegger. Neben der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist auch die Maskenpflicht ein wichtiges Thema zum Schutz vulnerabler Gruppen. Können Sie uns aus Ihrer Sicht schildern, welcher Klärungsbedarf aktuell bei der Umsetzung besteht, um in der Langzeitversorgung den besonderen Bedürfnissen der Pflegebedürftigen gerecht zu werden? Danke schön, ja. Herr Dr. Stecker, bitte. Vielen Dank für die Frage. Ich spreche für den BIFA Pflegeschutzbund. Masken sind ja grundsätzlich ein probates Mittel, um gegen Corona vorzugehen. In stationären Einrichtungen muss man nur eine Besonderheit betrachten, nämlich, dass anders als im Krankenhaus die Menschen ja nicht nur kurze Zeit dort sind, sondern eigentlich dauerhaft und eigentlich für den Rest ihres Lebens dort sein werden. Insofern ist bei jeder irgendwie einschränkenden und belastenden Maßnahme immer auch das Grundrecht auf selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden verbunden. Insofern kann man die Frage, die Situation in den stationären Einrichtungen nicht einfach mit dem Krankenhaus gleichsetzen. Wir sehen drei verschiedene Personengruppen, die betroffen sind. Zuerst die Besucher. Die sollten in allen öffentlichen Bereichen Masken tragen, in denen sie nicht nur ihren Angehörigen begegnen. Wenn sie allerdings mit ihren Angehörigen alleine sind, in einem Besuchsraum oder auf ihrem Zimmer, sollten sie die Maske ablegen können. Mitarbeitende an zweiter Stelle sollten im pflegerischen und hauswirtschaftlichen Kontakt hygienische Schutzkleidung und inklusive Masken tragen. Geht es um soziale Aktivitäten und aktivierende Angebote, sollte es keine Maskenpflicht auch für Mitarbeiter geben.
Es ergibt sich von selber, dass die dritte Personengruppe, die Bewohnerinnen und Bewohner, keine Maskenpflicht in den Gemeinschaftsräumen haben sollten. Die sollte abgeschafft werden. Zu Ihrer Frage nach dem Klärungsbedarf. Etliche Bundesländer haben ja bereits gesagt, dass sie die Frage der Maskenpflicht flexibel und im Sinne der Bewohnerinnen und Bewohner behandeln wollen. Aber ich glaube, das reicht nicht aus. Denn viele Heime werden schon alleine aus Haftungsgründen auf einer restriktiven Auslegung dieser ja nun mal vorhandenen Regel bestehen und weiterhin das Tragen von Masken verlangen. Aus unserer Sicht ist deshalb eine schnelle Klarstellung des Bundesgesetzgebers hier erforderlich. Dankeschön. Vielen Dank. Das Fragerecht geht wieder an die AfD. Frau Dr. Baum. Ich bitte Herrn Möller von der Pflege für Aufklärung um eine Antwort. Herr Möller, bitte schildern Sie die aktuelle Personalsituation in der Pflege und Ihre Einschätzung bezüglich der Bereitschaft Ihrer Kollegen bezüglich weiterer Boosterimpfungen. Danke. Ja, Herr Dank, Möller, Sie haben das Wort jetzt. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Werner Möller, seit 30 Jahren Intensivpfleger. Ich berichte Ihnen jetzt ein bisschen aus der wahren Praxis. Ja, ich bin immer noch ungeimpft und arbeite immer noch mit Corona seit Anfang an mit den schwersten Verläufen. Das heißt, ich kenne Corona in- und auswendig. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist meiner Meinung nach und auch der unseres Netzwerkes Pflege für Aufklärung unnütz, unfachlich und rein politisch bedingt, aber nicht fachlich. Gute Pflege ist eindeutig keine Frage des Impfstatus, sondern der Chancen, unsere Arbeit als Pflegekräfte adäquat und fachgerecht machen zu können. Und das haben wir im Moment nicht. Durch die desaströse Krankenhausfinanzierungspolitik seit Jahren der vorangegangenen Bundesregierungen. Und ja, Frau Kisslich, mein Werkzeugkasten ist der Patient. Ja, im Gegensatz zu vielen, die hier vielleicht zuhören. Die Nichtanwesenheit der Krankenhausgesellschaften, der Ärztekammer, ist meiner Meinung nach Taktik, weil sie genau wissen, was in den Krankenhäusern im Moment los ist. Die Gesundheitsämter schikanieren auf übelste Weise Pflegekräfte, die lange Jahre ihren Dienst getan haben, sehr kompetent sind, mit Androhungen von Bußgeldern und so weiter. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht bietet keinen Schutz der vulnerablen Gruppen, denn auch die Pflege gehört zu den vulnerablen Gruppen. Vulnerable Gruppen werden hier gefährdet durch die immer schlimmer werdende Personalsituation im Bereich der gesamten Pflege. Ja, aktuell habe ich gestern noch zugespielt bekommen Informationen über die Situation im Saarland. Mindestens 2 Notaufnahmen geschlossen. Patienten können nicht mehr aufgenommen werden. Der Landtag macht eine Krisentagung, geheim natürlich, weil man die Bevölkerung nicht beunruhigen will. Personal kündigt, wird freigestellt, ist krank. Krank, 2-3-fach geimpft nach Corona, zum Teil auch krank nach schweren Impfkomplikationen. Die Kollegen haben die Nase voll, sie werden sich nicht mehr boostern lassen. Wir haben etwa über 200.000 Ungeimpfte von 1,7 Millionen Pflegekräfte, schätzungsweise über 500.000 Ungeboosterte und 100.000 offene Stellen in der Pflege. Die Bagatellisierung der Impfkomplikationen als Pflege für Aufklärung finde ich ungeheuerlich, denn wir bekommen massiv Zuschriften. Ich habe selber. So, Moment mal, Herr Möller, hier ist gerade so eine Art Tumult. So, Moment. Ja, Moment. Ich stopp mal eben so. Also, wir im Saal kehrt jetzt mal Ruhe ein und von oben wird. Hören Sie bitte, von oben wird nicht gesprochen, sonst müssen Sie den Raum verlassen. So, und jetzt, ich habe Ihre Zeit gestoppt, Herr Möller. Sie haben jetzt noch 20 Sekunden Zeit und jetzt fahren Sie fort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ist mir klar, dass natürlich die Wahrheit hier Tumult verursacht, macht mir aber nichts aus. Der Herr Lauterbach betreibt mit seiner Impfkampagne Spaltung im Volk und unter der Pflege nach dem Motto guter Pfleger, geimpfter Pfleger etc. Das kann ich natürlich nicht akzeptieren. Er bietet sich an am Pflegetag als Problemlöser der Personalproblematik. Dabei ist er Mitverursacher seit Jahren in den vorangegangenen Regierungen. Die Pflegeverbände bis hin zum Pflegerat werden von den Lobbyverbänden und Ärztekammer unter Druck gesetzt, für die Impfung zu stimmen. Herr Möller, jetzt geht Ihre Zeit zu Ende. Bringen Sie den Satz noch zu Ende. Die Impfpflicht muss weg. Es reicht. Die Bevölkerung ist gefährdet durch die Situation in der Versorgung. Es brennt in Deutschland. Die Pflege ist am Boden. Ja. Und wenn jetzt nicht Herr Lauterbach zurücktritt, werden Menschen sterben und nicht an Corona. So. Herr Möller?
So, jetzt haben wir eine Überziehung, eine deutliche Überziehung gehabt. Sie haben Ihren Punkt gemacht. Das Rederecht geht jetzt wieder an die SPD hier. Und nochmal Frau Baradari. Ach, Herr Filippi, Herr Dr. Filippi, gern, bitte. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Frage an Professor Sander. Bei der in Deutschland hohen Meldebereitschaft und auch Melderate sowie der Europa- und weltweiten Erfassung von Impfnebenwirkungen ist es da aus Ihrer Sicht realistisch anzunehmen, dass in Deutschland eine Untererfassung von Nebenwirkungen besteht? Herr Professor Sander, Sie haben das Wort. Leif-Erik Sander, Charité Berlin. Herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich kann nicht für das Paul-Ehrlich-Institut sprechen und kann auch nicht für die in überwiegender Mehrzahl meldenden, niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen sprechen. Aber die Tatsache, dass sich die Zahlen international in der Regel decken, dass zum Beispiel das Paul-Ehrlich-Institut eines der ersten Stellen war, dass die sehr, sehr selten, aber schwerwiegenden Komplikationen im Zusammenhang mit dem AstraZeneca-Impfstoff detektiert hat und unmittelbar darauf reagiert hat, deuten darauf hin, dass wir in Deutschland meiner Meinung nach kein systematisches Problem mit der Untererfassung von Impfkomplikationen haben. Es hat immer wieder unterschiedliche Berichte gegeben zu Impfnebenwirkungen. Wie gesagt, den Begriff hatten wir schon, das ist eine Unschärfe. Hier werden Impfreaktionen im Zusammenhang mit der Impfung vermengt mit echten Impfkomplikationen. Und rauszuhalten ist zudem, dass wir natürlich Verdachtsfälle von bestätigten Impfkomplikationen oder Impfschäden trennen müssen. Wir haben den besonderen Fall, dass wir innerhalb eines Jahres fast die komplette Bevölkerung durch Impfungen geschützt haben, ein Impfangebot gemacht haben und dass natürlich im Laufe eines Jahres, dieses Jahres gleichzeitig dennoch die üblichen medizinischen Komplikationen auftreten und dann daher auch überdurchschnittlich häufig ein zeitlicher Zusammenhang auch mit Impfungen bestehen kann. Jeder dieser Fälle muss ernst genommen werden und sorgfältig geprüft werden. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir eine systematische Untererfassung oder dieser Impfkomplikationen, Impfnebenwirkungen in Deutschland haben. Das zeigen internationale Vergleiche. Vielen Dank. Danke schön, Herr Professor Sander. Nur zur Information, die Sachverständige Richter Scheer ist jetzt da und das Mikro ist auch auf. Aber jetzt hat erst mal Kollege Sorge von der Union das Wort. Wo ist er denn? Ah ja, Frau Borchert, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Dr. Sander. Viele Betroffene von Impfnebenwirkungen berichten von einem schwierigen Zugang zur Versorgung. Schildern Sie uns bitte konkret, wie in der Charité mit solchen Fällen im Versorgungsalltag umgegangen wird. Vielen Dank. Herr Professor Sander, Sie haben wieder das Wort. Herzlichen Dank, Leif-Erik Sander, Charité Berlin. Es ist in der Tat so, dass wir derzeit eine schwierige Situation in der Krankenversorgung generell haben. Das können sicherlich die Kolleginnen und Kollegen aus der Niederlassung bestätigen. Wir haben gerade auch die Situation in der Pflege gehört. Wir haben generell eine sehr angespannte Personalsituation. Es ist schwierig, den Aufgaben im Gesundheitswesen derzeit adäquat nachzukommen, einfach aufgrund einer sehr angespannten Situation nach 2,5 Jahren Pandemie und den bekannten strukturellen Problemen. Nun zu den Patienten mit Impfkomplikationen. Impfkomplikationen, das haben wir gehört, sind sehr seltene Erkrankungen. Dennoch können sie auftreten. Leider ist es in Deutschland, aber auch international so, dass alle Patientinnen und Patienten, die an seltenen Erkrankungen leiden, in der Regel Schwierigkeiten haben, adäquate Versorgungsstrukturen zu finden, weil es eben seltene Komplikationen sind und dann die Ursache bzw. Behandlungsstrategien in der Regel nur in spezialisierten Zentren findet und dass es immer schwierig ist, diese Diagnose zu finden. Das kann bis zu mehreren Jahren dauern. Und da bilden sicherlich Patientinnen und Patienten mit Impfkomplikationen keine Ausnahme. Ich habe selber sehr viele Anfragen bekommen, auch aufgrund von Verdachtsfällen bezüglich Impfkomplikationen. Wir verfahren in der Charité so, dass wir organ- und systemorientiert vorgehen, wenn ein Patient vorgibt, beispielsweise Probleme im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems zu haben, stellen wir diese Patientinnen und Patienten bei den Kardiologen vor, also bei den zuständigen Fachdisziplinen vor. Wenn es um neurologische Probleme geht, werden diese Patientinnen und Patienten neurologisch gesehen. Ich glaube, das macht sehr viel Sinn. Man kann schwieriger eine allgemeine Sprechstunde vorhalten, die allgemein Impfkomplikationen
Komplikationen ansieht. Es geht darum, beschwerdeorientiert direkt die richtige, zuständige fachärztliche Vorstellung hinzubekommen. Und alles Weitere, glaube ich, liegt dann eben auch im Bereich der niedergelassenen hausärztlichen Behandlung, um hier sozusagen eine Sortierung vorzunehmen, welche Patientin, welcher Patient welche fachärztliche Vorstellung benötigt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und für die SPD fragt jetzt Frau Behrens. Vielen Dank. Und meine Frage geht an Frau Richter-Scheer, die Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe. Frau Richter-Scheer, bitte berichten Sie uns aus Ihrer praktischen Tätigkeit als Hausärztin über Ihre obligatorische Aufklärungstätigkeit im Vorfeld von Covid-Impfungen. Werden Patientinnen und Patienten nach Ihrer Auffassung hinreichend über Wirkungen und Nebenwirkungen der Impfstoffe informiert? Sehen Sie da Verbesserungsbedarf, gegebenenfalls auch in den Reihen der Ärztinnenschaft? Vielen Dank. So, Frau Richter-Scheer, dann freuen wir uns, dass Sie jetzt sprechen. Einmal noch das Mikro an und dann sollte es klappen. Ei, ja, das ist aber wirklich viel. Hallo, ja, jetzt aber. Hallo, guten Tag. Jetzt kriege ich einen Schreck. Danke, Richter Scheer, Hausärzteverband Westfalen-Lippe. Entschuldigung für die Umstände. Vielen Dank für die Fragen. Ja, werden die Patienten, Patientinnen nach Auffassung hinreichend aufgeklärt? Ich glaube, die Patienten sind nach zwei Jahre langer Pandemie ausreichend aufgeklärt, alleine schon durch die Medien. Die Schwierigkeiten, die wir in den Hausarztpraxen haben, sind immer wieder die unterschiedlichen Aufklärungen, die unterschiedlichen Inhalte, die über die Medien verbreitet werden. Das hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Nachteil ist, die Patienten werden zunehmend verunsichert. Der Vorteil ist, die Patienten kommen zum Hausarzt, kommen zu ihrem vertrauten Arzt, so ja, hört sich das jetzt im Moment einfach anhört, und stellen Fragen. Ich habe noch nie so viele Beratungsgespräche und Aufklärungsgespräche geführt wie in der aktuellen Situation mit dem angepassten Impfstoff. Es ist sehr angenehm, viele Patienten sind informiert und stellen gezielt Fragen zu ihrer Person, stellen gezielt Fragen auch zu dem Impfstoff. Die Nebenwirkungen oder beziehungsweise man muss ja sagen schwerwiegende Nebenwirkungen. Nebenwirkungen sind Wirkungen neben der eigentlichen Wirkung. Also das heißt von einfachen wie Impfreaktionen bis zu schwerwiegenden, was eine Impfkomplikation darstellt. Das geht völlig in den Hintergrund. Die Menschen, die impfwillig sind, wollen sich impfen lassen. Die fragen eben nur um das Prozedere und ob sie geimpft werden dürfen. Und diejenigen, die sich bis jetzt nicht haben impfen lassen oder haben impfen lassen müssen aus bestimmten Gründen, da werden nach wie vor Gespräche geführt. Also wirklich Verbesserungsbedarf wäre eher, dass man mal für die Bevölkerung einheitliche Empfehlungen über die Medien verbreitet. Ich glaube, damit würden wir uns allen helfen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Frau Richter-Scheer. Und das Fragerecht geht an die Union. Dr. Kippitz. Ja, vielen herzlichen Dank. Die Frage richtet sich an den Deutschen Hausärzteverband. Die CDU-CSU-Fraktion hat im September eine zeitnahe Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und ein Auslaufen der Regelung mit dem 31. Dezember 2022 gefordert. Welche Wirkung hat die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht auf die Infektionszahlen in Hausarztpraxen gehabt und wie beurteilen Sie die fehlende Aussage seitens der Bundesregierung zur Fortgeltung ab dem 31.12.2022? Hier kann ich aktualisieren. Der Minister hat eben gesagt, die Fortführung wird erstmal von der Beobachtung der nächsten Welle, die jetzt sich anbahnt, abhängig gemacht werden. Vielen Dank. Frau Professor Buhlinger-Göpfert, Sie haben das Wort. Ja, Nicola Buhlinger-Göpfert, ich antworte für den Deutschen Hausärzteverband. Vielen Dank für die Frage. Bereits vor Corona in einer 2022 bereits im Februar 2022, war natürlich nicht vor Corona, in einer 2022 veröffentlichten Studie, also vor Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, haben wir gesehen, dass im hausärztlichen Bereich 94% der Hausärztinnen und Hausärzte
über einen Immunitätsnachweis verfügen. Inzwischen dürfte sich die Zahl noch mal etwas erhöht haben. Auch unsere Praxismitarbeitenden haben mit ungefähr 93% in Hausarztpraxen und im Übrigen auch 90% in Facharztpraxen einen überdurchschnittlich hohen Wert, was Immunitätsnachweise angeht. Es bestehen natürlich regionale Unterschiede, die in einzelnen Bundesländern etwas abweichen können. Zu Ihrer Frage der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Ich kann natürlich hier nur für den hausärztlichen Sektor auch sprechen. Für uns steht generell der Schutz der vulnerablen Patientinnen und Patienten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Versorgung natürlich im Fokus der Betrachtung. Welche Auswirkungen jetzt die Impfpflicht auf die Infektionszahlen tatsächlich in Hausarztpraxis gehabt hat, dazu sind mir momentan keine Zahlen aus der Versorgungsforschung bekannt. Da sind wir ein bisschen im Bereich einer Meinungsdiskussion, ob man eben meint, es bringt was oder ob man meint, es bringt nichts. Wir haben, wie gesagt, immer schon eine hohe Anzahl von Geimpften tätigen, was die Praxisteams angeht. Und vielleicht sollten wir da einfach auch versuchen, in der Versorgungsforschung etwas voranzukommen, um diese Fragestellungen, die in diese Richtung gehen, wie viele andere Fragestellungen ja auch, denen wir einfach nicht mit ausreichend Zahlen begegnen können. Frau Professor, kommen Sie zum Schluss. Ja, ich war eigentlich am Ende meiner Ausführungen angelangt. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch. Dr. Dahmen, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne noch einmal eine Frage an den Einzelsachverständigen Professor Sander stellen wollen. Wir haben jetzt in den vorangegangenen Ausführungen ja eine ganze Reihe von Statements aus der niedergelassenen Praxis gehört, dass Patientinnen und Patienten zurzeit nachvollziehbarerweise eine ganze Reihe an Fragen rund um die vierte Impfung haben, die jetzt im Vordergrund der Impfkampagne steht. Was gibt es an Erkenntnissen zur Wirksamkeit dieser vierten Impfung, beziehungsweise welche Impfstoffentwicklungen sind auch zu erwarten, die möglicherweise die Wirksamkeit von Impfstoffen im Weiteren noch günstig beeinflussen könnten? Danke sehr, Herr Professor Sander. Bitte. Herzlichen Dank, Leif Erik Sander, Charité Berlin. Also zur vierten Impfung, also der zweiten Auffrischungsimpfung, liegen uns große Studien, insbesondere mal wieder aus Israel vor, aber auch aus den USA, die zeigen, dass bei Patientinnen oder bei Personen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, das sind insbesondere ältere Menschen über 60 Jahre, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, dass hier die zweite Auffrischungsimpfung tatsächlich das Risiko an Covid-19 zu versterben oder aufgrund von Covid-19 auf eine Intensivstation zu müssen oder schwer zu erkranken, deutlich reduziert, aber auch das Risiko einer Infektion, transient vermutlich, deutlich reduzieren. Das heißt, der Vorteil einer zweiten Boosterimpfung ist wissenschaftlich hinlänglich belegt für die genannten Risikogruppen. Und das sind auch jene Risikogruppen, die in der STIKO-Empfehlung aufgeführt werden, die für die eine Indikation für die zweite Boosterimpfung besteht. Zu den Impfstoffen mit adaptierten Impfungen, mit adaptierten Impfstoffen liegen uns diese Daten, die ich Ihnen gerade ausgeführt habe, generell zur zweiten Impfung so noch nicht vor. Die Daten, die wir bisher zur Verfügung haben, beziehen sich ausschließlich auf Antikörpermessungen. Wenn wir aber zurückschauen auf die letzten 2 Jahre, konnten bislang mit Messungen von neutralisierenden Antikörpern bestimmte Ableitungen gemacht werden, die eben auch die Zulassungsbehörden dazu bewogen haben, diese Impfstoffe zuzulassen. Wir brauchen aber genau diese Daten, die ich gerade ausgeführt habe, die werden vermutlich auch wieder aus den besagten Ländern, zum Beispiel aus Israel, generiert werden. Weitere Entwicklungen im Bereich der Impfstoffentwicklung, Impfstoffforschung ist sicherlich auch die Entwicklung von Impfstoffen, die auf die Schleimhäute aufgetragen werden, zum Beispiel nasalen Impfstoffen. Allerdings muss man sagen, befinden wir uns hier noch in einem relativ frühen Entwicklungsstadium. Es gibt zwar in Ländern in Asien, in Indien und in China bereits zugelassene Impfstoffe, aber über die Wirksamkeit dieser Impfstoffe, trotz dort erfolgter großer klinischer Studien, ist leider noch nicht viel bekannt. Hier kann es aber sein, dass wir weitere Vorteile haben im Infektions- und Transmissionsschutz. Und da sollte sicherlich dringend mehr dran geforscht werden. Herzlichen Dank.
Dankeschön, Herr Professor Sander. Und für die Linke fragt Atisch Göpiner. Ja, vielen, vielen Dank, weil es eben schon so hilfreich war. Noch mal eine Frage an Frau Dr. Katharina Kieslich von der Universität Wien. Von der AfD kommt ja immer wieder die Behauptung, jetzt nicht nur auf Corona bezogen, aber auch in Bezug auf Corona und insbesondere Impfungen, dass da etwas vertuscht würde, was sozusagen dank Ihrer oder Unterstützung der AfD in dem Fall in dem Antrag aufgeklärt werden soll. Wie kommt die AfD auf solche Gedanken? Frau Dr. Kieslich. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank für diese Frage. Mein Name ist Katharina Kieslich, Universität Wien. Ja, auch hier beziehe ich mich wieder auf den aktuellen Forschungsstand zur Handlung und zur Motivation von Fraktionen am rechten Rand im Deutschen Bundestag, aber auch in anderen europäischen Ländern. Parteien am rechten Rand zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus in ihrer politischen Handlungsweise, dass sie die Welt und das politische System als geteilt gerne darstellen. Also auf der einen Seite steht die Partei, die rechte Partei, als Vertreterin der Normalbürgerin, des Normalbürgers, die dem Schutz vor einer anderen Machteinheit bedarf. Diese andere Machteinheit wird oftmals als Elite dargestellt. Also Elite, das können in dem Fall sein die Regierung, die Ärzteschaft, Wissenschaftlerinnen und so weiter. Diese Elite wird als solche dargestellt, die nur darauf hinaus ist, die eigenen Interessen zu verfolgen und das Leben der Normalbürger kaputt zu machen oder auszubeuten. Wenn man natürlich ein solches Weltbild vertritt, dann sind Verschwörungstheorien meist nicht weit entfernt. Es wird also behauptet, dass irgendwas von irgendwem, eben in dem Fall meist Regierung, Ärzteschaft und so weiter, vertuscht wurde. Das Problematische an so einer Sichtweise ist, dass auch hier im Kern eigentlich ein politisches Ablenkungsmanöver stattfindet. Das haben also die Forschungsstudien hierzu klar ergeben. Statt sich inhaltlich über valide Themen auszutauschen, wie zum Beispiel, es wurde jetzt hier in der Sitzung auch schon öfters angesprochen von Kolleginnen und Kollegen, die Verbesserung der Datenerfassung oder auch die Verbesserung der Ausarbeitung bestimmter Daten in vielen Bereichen im Gesundheitssystem, wird stattdessen einfach impliziert, dass irgendwas vertuscht wird. Also es wird sich eigentlich nicht grundlegend im Kern der Sache sozusagen systematisch neutral über Dinge ausgetauscht, sondern eben angekreidet, dass etwas vertuscht wird und dadurch eben auch wieder, ich komme nochmal auf meinen vorherigen Punkt auch zu sprechen, dieses Misstrauen geschaffen innerhalb der Bevölkerung. Vielen Dank. Danke, Frau Dr. Kieslich. Und das Fragerecht geht an die FDP und es fragt Frau Aschenberg-Dugnus. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an die Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe, Frau Anke Richter-Scheer. Können Sie für uns bitte einordnen, ob Sie in der Praxis bei Corona-Impfungen mehr Nebenwirkungen als bei anderen Impfungen vorkommen? Und damit meine ich Sie jetzt nicht als Person, sondern eben als Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe. Vielen Dank. Danke sehr. Frau Richter-Scheer, wir hoffen, es klappt weiterhin. Anke Richter-Scheer, ja. Hausärzteverband Westfalen-Lippe, vielen Dank für die nette Frage. Nein, wir haben so viel mit Corona, spreche ich nicht nur für mich, da spreche ich auch für sämtliche Kollegen. Wir haben ja auch sehr hohe Impfzahlen gegen Covid-Infektionen, gegen Corona gehabt. Dahingehend sind die Impfreaktionen und auch etwas anhaltende Nebenwirkungen nicht häufiger, auf keinen Fall häufiger als bei anderen Impfungen aufgetreten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Richter-Scheer. Und wir kommen zur voraussichtlich letzten Frage in dieser Anhörung von Dr. Filippi. Bitte. Ja, meine Frage geht noch mal an den Kollegen Professor Sander in der Charité. Lieber Herr Professor Sander, klären Sie uns doch bitte noch mal kurz zum sogenannten Post-Vac-Syndrom auf. Was sind dessen Charakteristika und wie ist die aktuelle Studienlage diesbezüglich? Dankeschön. Herr Professor Sander, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Leif-Erik Sander, Charité Berlin. Vielen Dank für Ihre Frage. Das Post-Vac-Syndrom ist momentan vor allen Dingen ein medial geprägter Begriff. Er bezieht sich darauf, dass nach Impfungen Zustände beschrieben werden, die dem Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom ähnlich sein sollen. Hier handelt es sich um ein sehr heterogenes Bild, momentan deswegen auch Syndrom. Also das ist jetzt keine
stehende Diagnose momentan, sondern eine Begrifflichkeit für medizinische Komplikationen, die mit einer Impfung in Verbindung gebracht werden. Es ist in der Tat, wird es berichtet von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, dass es Menschen gibt, die nach einer Covid-19-Impfung an Symptomen leiden, die denen ähnlich sind, die des, von Menschen, die an dem sogenannten Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom leiden. Auch bei den beiden genannten Long-Covid-Syndrom hat es auch eine Weile gedauert, hier wirklich gute Instrumente zu entwickeln, solche Patienten zu identifizieren, auch eine gute Diagnose stellen zu können und sie abzugrenzen von anderen Diagnosen, die mit ähnlichen Symptomen einhergehen können. Ich glaube, wir stehen hier relativ weit am Anfang. Es gibt eben Menschen, ganz genau wie es viele Menschen gibt, die eine Symptomatik mit einer Covid-19-Erkrankung in Verbindung bringen, wo es ein schwieriger differenzialdiagnostischer Prozess ist, das tatsächlich miteinander kausal zu verknüpfen. Und dazu laufen Studien analog zu den Studien, die auch zu dem Post-Covid-Syndrom laufen. Ich glaube, hier steht die Forschung relativ weit am Anfang und wir müssen auf weitere Erkenntnisse warten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Sander. Damit sind wir am Ende dieser Anhörung anbelangt. Ich darf Ihnen allen, die Sie als Sachverständige zugeschaltet waren, sehr herzlich danken für Ihre Zeit, für Ihre Expertise, für die schriftlich eingereichten Stellungnahmen. Ich darf hier im Raum für die überwiegend konzentrierte Debatte danken und wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Auf Wiedersehen.